Gucke, du siehst die erste Mauer, die kaputt ist, dann guckst du weiter Ja. runter, da ist noch eine Mauer kaputt. Und genau dazwischen kannst du durch die Tannen gucken. Auf so ein freies Feld Richtung Wald raus. Oh, warte, hier unten an der Mauer läuft auch noch lang. Also meine Sucht fängt mit K an. Warum geht er nicht durch den Wald? Quiffelt ein. Kaffee. Gras ist doch auffällig. Kaffee und Kippen. Und Klo. Und Klo. Kaffee, Kippen, Klo, ja, das ist gut eigentlich. In der Reihenfolge. Genauso. Ich finde es immer wieder beachtlich, wenn man morgens ist, man verspürt auf nichts den Drang, ne? So, dann gehst du, trinkst du Kaffee, dann denkst du, okay, jetzt gehst du pinkeln. Und sobald du die Kippe noch dazu machst, das ist wie so ein Katalysator. Ja, da Haust du muss die ich Kippe noch mit rein, musst du direkt die Morgenschiss loswerden. Es ist so heftig. Ich bin jedes Mal auf Klo wieder fasziniert. Kennt ihr das, wenn ihr kacken müsst und Bock habt, eines Rauchen, und ihr dann denkt so, komm, die eine kriegst du noch runter, nimmst du drei Züge und denkst so, fuck. Ja, genau. Und zack, hast du jetzt 25 Cent im Aschenbecher ausgedrückt. Oder? Boah, hier liegt ja auch wieder ein bisschen Scheiß rum. Hier, Dingsmunition. Ich nehme die mal mit für die Magnum. Alter, Hunting Jacket Winter, cool. Hast du gerade zugehört? Bitte? Ich habe für deinen Revolver habe ich Munition gefunden. Ja, habe ich jetzt selber noch welche bei mir im Inventar Ach, gefunden. halt doch die Fresse. Du hast die bei dir im Inventar gefunden. Bring mir mal einen Long Range mit für meine Mosen. Ja klar, das werde nicht zufällig ich selbst benutzen. Nö. Nö. Warum auch? Oh ja. Fila! Was? Wo? Wo? Welche Richtung? Die Richtung, die ich guck, Maxi. Wo, am Zaun oder an diesem... An der Mauer da hinten. Wo genau? Da, wo das Loch ist. Da durch, oder? Ne, das stand da gerade. Wo seid ihr? Sicher, dass es nicht bloß ein dreckiger Bär war? Nein, der läuft da. Welche Richtung läuft er? Nach rechts weg. Okay. Seht ihr uns? Ich bin hinter rechts von euch. dir. Das Loch siehst du da hinten, wo ich hingucke. Ja. Und da ist er rechts gerade langgelaufen im Busch. Ich laufe ihm hinterher. Stehst du gerade an der Tanne? Ne, ich laufe gerade vor. Wir laufen alle gerade an den Tannen hier. Spieler rechts im Busch. Nämlich einen an der Tanne, ja. Okay, nicht friendly. Unconscious bin ich. Habt ihr gesehen, woher er geschossen hat? Ich habe ihn aus seiner Tanne gesehen. Bin nur ohnmächtig, ne? Ja. Fuck, Alter. Wollen wir ihn ansprechen? Tötet ihn. Wenn er das Feuer einstellt. Und holt mich wieder. Ich sehe leider nicht, wo er ist. Das ist das Problem. Die erste Tanne da vorne. Ach so, die gleich? Da war gerade einer drinne, ja. Er schießt auf mich. Ich sehe ihn. Hau den weg, den Rat, die Ratte. Ich sehe ihn. Oder liegst du da? Nee, der bewegt sich. Der liegt, ne? Ja, der liegt Ja. oder lag bei mir. Ich bin der mit dem großen blauen Rucksack. Wer ist der Grüne? Ihr müsst euch beeilen, ne? Sonst. Mit dem grünen Rucksack. Ich. Ich umlaufe ihn. Hier rechts rum. Was so blutig. Ja, ich kann da jetzt nicht so schnell ran da. Mit dem Moos hin. Ja, wenn du ihn mit dem Rucksack siehst, dann hau da drauf. Hab ich ja, aber wenn ich. Ruhe bitte!
Also wenn man auf diese Mauer schaut, rechts die Tanne. Wenn du in meiner Verbindung... Ich komme jetzt von der anderen Seite. Siehst du mich liegen? Nein, noch nicht. Nee, Maxi. Ja, ich weiß, wo du liegst. Also, und da die Verlängerung von meiner Leiche ist eine Tanne rechts davon und da ist es. Ich sehe seinen Rucksack. Er hat einen blauen Rucksack, ne? Der Typ ist einen blauen Rucksack haben. Ah, ne? Ich sehe ihn. Drauf schießen. Wo siehst du ihn denn, wenn du die Tanne siehst? Der liegt immer noch, der Idiot. Oh, ich bin wieder wach. Ja, ja, das passiert manchmal. Vorsichtig. Leck mich im Arsch. Wer schießt da? Der andere schießt von der Mauer. Bei mir schlägt's ein. Von der Mauer? Wie kann denn der schießen? Psst. Ich kriege jetzt gerade Richtung die Tanne. Ich muss da weg aus dem Schussfeld. Ich bin tot. Jungs, da dieses Riesenloch in der Mauer. Gibt nur ein Loch. Das bin ich gerade hinten an der Mauer. Ich guck die ganze Zeit hier in so eine scheiß Tanne. Ja, er ist immer noch da. Er bewegt sich. Aber ich kann mit der Mosin halt nicht. Bevor ich bei ihm bin, hat er mich tot. Ich führe Feuerkampf. Er müsste jetzt da beim Loch wieder rausgekommen sein. Ja, ja, warte. Er rennt. In welche Richtung? Will uns umlaufen. Maxi, du musst versuchen, mit der Shotgun ranzukommen, ne? An der Mauer rennt er weiter, ne? Wer schießt da jetzt? Ich. So. Mindestens zwei Leute, ne? Der ist bei der Zeltstadt irgendwo. Ich bin jetzt an seiner ehemaligen Position. Der andere war in der Tanne drin, in der einen. Mit dem blauen Rucksack. Seid ihr da noch, oder was? Nee, da renne ich jetzt hin und werde den eben kalt machen, weil er hat da gelegen, nicht, dass er uns in den Rücken fällt. Maxi, geh mit ihm mit. Ich werde die Pistole eben durchladen. Wo bist du? Warte, ich stehe jetzt auf. Ich komme jetzt wieder in den Wald zurück. Wenn ich zu euch stoßen soll, müsst ihr es sagen. Ah ja, bist du ein grüner Rucksack, ja, oder? Ja. Ja, ich bin hier. Ich gehe so langsam. Was habe ich jetzt für eine Taste gedrückt? Wer schaut hinter uns, dass er uns nicht in den Rücken fällt? Keiner, ihr seid nur zu viert. Scheiße. Der andere kommt wieder. Wo ist der? Wer schießt? Er ist hinten Richtung Zeltlager. Direkt an der Mauer. Hat mich getroffen, ich bin aber nicht down. Ich sehe nicht, wo die schießen. Blute wie Schwein. Ja, ich weiß nicht, wo ihr seid. Das ist das Problem. Hast du sie gesehen? An der Mauer hinten. Da ist einer. So, da wo das Loch war, wo er zuerst durchgeschossen hat, da bin ich jetzt. Und blute. Kein Verbandszeug, oder was? Ja, ich kann mich jetzt nicht mehr engagieren, wenn er direkt vor mir irgendwo ist. Ah, ich seh ihn. Er ist beim Tor zum Eingang. Schießt auf ihn. So Military-Zelt-Ding. Am Tor, am blauen Tor links war er gerade. Renn hin, schieß auf ihn. Ja, der schaut über die Mauer. Wenn ich dahin renne, dann weiß er doch gerade, wo ich bin. Ja, ist doch egal, muss ja irgendwas machen. Weil du willst den Loot ewig behalten. Da, er rennt nach links zum Tor. Pass auf, er rennt nach links zum Tor. Ich seh ihn. Warte, ich komm mit. Das sind zwei. Hä?
Es sind mindestens zwei dort. Einer lag an der Tanne, wo ich gestorben bin, und einer war hinten an der Mauer in dem Loch. Wo hast du sie denn jetzt gesehen? An der Wand. Sind gerade beide bei diesem grünen Türmchen dort irgendwo rechts. Ich hab mich bandagiert. Also bandagiert. Ich komme mal hinter zu euch. Ja. Hast du sie noch im Blick? Nee. Ich negativ. Das ist schlecht, wenn die jetzt an der Mauer zurückrennen. Es ist mir zu lang, zu ruhig. Wenn ich mir vorstellen kann, dass sie runter sind, wo ihr seid, dann rechts weg, den Wald lang. Ja, wenn die wenn die dasselbe vorhaben wie wir, mit umlaufen, und dann könnten die jetzt an unserer Position sein und wir sind an die ihrer. Möglich, allerdings bin ich ziemlich weit außen gelaufen. Ich hätte sie wahrscheinlich gesehen. Okay. Außer die sind andersrum gelaufen. Also ich meine, die könnten jetzt wieder im Wald sein vor dem Airfield mit dem ganzen Zaun. Also ich bin jetzt direkt im Wald da, südlich vom Airfield. Ich glaube, ich höre deine Steps. Meine? Weiß nicht. Ich habe, glaube ich, gerade Steps gehört. So nah bin ich auch nicht an den Hallen dran. Ja, aber irgendwie hat er gesagt, er ist in dem Wald hier. Ich bin in dem Wald südlich, ja. In dem kleinen vor den Hallen? Ich bin außerhalb des Zauns. Ich bin innerhalb des Zauns. Du kannst dir die Steps nicht hören. Also bin ich eigentlich schon zu nah ran, oder was? Du kannst ja mal aufklären, wer die Steps macht. Das kann auch ich selber gewesen sein beim Drehen. Ja, das ist auch möglich. So, ich habe jetzt die Kante an der Außenseite der Mauer passiert. Ich gehe jetzt weiter zwischen Maschendrahtzaun und Mauer zu den Hallen hoch. Doch, hinten, nördlich, im Wald. Da, wo wir vorhin gekämpft haben, ja. Da habe ich einen Spieler von links nach rechts rennen sehen, grau gekleidet. Okay. Und jetzt außerhalb von meiner Sichtreichweite. Das heißt, der ist... Der ist hier Richtung Osten, weiter in Richtung Landebahn gelaufen. Okay. Also er war nicht direkt in der Zeltstadt, er war weiter nördlich im Wald da oben. Steppst du da rum? Mhm. Okay. Ja, er rennt rechts, Wald. Immer weiter. Er ist jetzt er rennt wieder nach links im Wald. Hä? Ja, der rennt rechts, links. Links. Jetzt ist er wieder auf Höhe der letzten Sandsäcke. Aber im Wald hinten drin halt. Okay, dann müsste ich ihn ja gleich sehen. Also noch vor dem kleinen Häuschen da, oder was? Ja, du siehst ja genau, vor dem kleinen Häuschen, wenn du weiter in Verbindung nach links guckst, siehst du einen Autowrack von einer normalen Limousine. Ja. Und da, links davon, noch weiter hinten im Wald, da ist er gerade rumgestiefelt und jetzt gerade weiter wieder zurück nach links gelaufen. Überhaupt nicht nervös, wenn die eigene Charakterkacke hier so rumschnauft. Was ist denn von Scope drauf bei dir? Gar nichts. Ich gucke. Den hast du so über Kimmel Korn erkannt? Ja, und mein Auge hängt fast direkt im Bildschirm drin. okay, Quad aufgeklärt, also Dreier Squad aufgeklärt. Ja. Oh. Bewegt sich hinten am Zaun Richtung Westen, ist quasi an euch vorbeigelaufen. Sie waren zu dritt. Ach du Scheiße. Volle Kipp. Also außer der Rucksäcke. Das waren jetzt eine Low-Rucksäcke. Richtung Westen? Ja, das heißt Richtung nach unten jetzt. Also grob Richtung Military, also hier das Zeltlager. Hab auch gerade jetzt Wie Kontakt Richtung verloren. Zelt? Die sind Die sind hinter euch vorbeigelaufen. Das ist richtig. Jetzt wieder, achso, in Richtung Zeltlager, das heißt die Uhr. Ja, genau. Ups. Das sind andere, nehme ich an. Ja, das gehe ich auch stark davon aus.
Ich konnte die Bewaffnung jetzt nicht aufklären, weil ich sie nur kurz gesehen habe. Aber ich denke, das werde ich gleich machen können. Wollen wir hinterher stiefeln? Ja, sicher. Okay, ich verschiebe mich schnell in den Wald. Oh. Schüsse. Auf dich? Nein. Okay, aufgeklärt. Hinten beim blauen Tor in die Richtung. Zwei Leute. Einer blutet, der andere... Das sind die drei. Einer ist tot, einer blutet stark und der andere rennt auch noch rum. Morty, von deiner... warte, ich sehe die gerade nicht. Okay, von deiner. Innenseite Zaun, immer geradeaus, circa 400. Weiterhin aufgeklärt, noch ein weiterer Spieler, grau, das ist der, den wir vorhin gesehen haben. Der ist jetzt direkt beim blauen Zaun. Und hat den Feuerkampf geführt. Der guckt gerade so hinter den Zaun vorbei. Scheiße, jetzt bräuchte ich ein Snipergewehr, ey, das ist zum Kotzen. Und rennt jetzt wieder weiter Richtung Norden am Zaun entlang. Währenddessen, die drei sind immer noch in dem Gebüsch bei der einzelnen großen Tanne vor dem blauen Zaun. Also vor dem blauen Tor. Erkannt? Okay, du guckst jetzt Richtung den Zaun entlang, ja? Also die Mauer entlang. So, und da ist eine einzelne große Tanne. Kurz vor dem blauen Tor. Links davon, zwischen dieser Tanne und dieser Mauer, da sitzen die drinnen hinter so einem hellen Busch. Wie war liegt da einer von denen? Wo der Grau jetzt ist, ist mir derzeit nicht bekannt. Der wird irgendwo nördlich weiter sein. Innenseite Zaun. Also auch von der hinteren Zeltstadt oder was? Die sind jetzt alle wieder bei der Zeltstadt. Alle am Zaun und fighten da gerade. Ist aber gerade ruhig geworden. Okay. Der in Grau rennt. Nein, okay. Oh Gott, die haben sich gerade umlaufen. Wie geil ist das denn? Okay. Die beiden, die vom Dreier-Squad noch übrig sind, die sind jetzt hinter dem Tor. Also weiter nördlich. Und der eine ist jetzt auf der alten Position. Morty rennt dir entgegen. Ja, warte. Der ist jetzt bei einer dieser Löcher, wo Stacheldraht liegt. Das ist der andere. Oder nee, bist du das? Weiß ich jetzt, kann ich von dir nicht aufklären. Also ich sitze gerade in der Tanne. Okay, dann bist du es nicht. Ja, die rennen da alle rum hinten. Nee, bin ich blöd? Ich kann hier keinen ausmachen, Alter. Ich auch nicht, ich kann mich jetzt aber auch nicht wieder auf die Innenseite verschieben. Ich bin ja auf der Innenseite, ich sehe aber auch nichts. Also ich bin Außenseite von der Mauer. Ja, rennen die Mauer weiter lang. Ich müsste dich mal sehen, ich weiß nicht, wo du bist. Hinten auf jeden Fall, bei dem, glaube ich, letzten Zaun. Oder vorletzten. Okay, ich glaube, einer kommt dir entgegen. Ja. Warte, bis der dran ist und dann leg ihn um. Hab ihn getroffen. Ich kann den Feuerkampf nicht hören. Ich auch nicht. Ich gehe, verschieb mich wieder im Wald. Ja, ich sag dir, wenn er ausweicht. Puh, dass ich den getroffen habe mit Kimme. Wie gesagt, die anderen beiden sind immer noch nördlich von der Zeltstadt. Und der mit dem Helm, der ist ja immer noch in dem Bereich, wo du ihn angeschossen hast. Da war ein Mosin-Schuss, also eigentlich, wenn ich ihn getroffen habe, müsste er tot sein. Kommt auch an, wie du ihn triffst. Ich sehe auf jeden Fall keine Leiche. Er hat sich ja, also die Dings hat sich hingelegt. Die anderen beiden werden den Schuss auch gehört haben. Ich sehe einen. Ah, er hat sich wohl da hingelegt in den Busch drin, ne? Und zwar, wo die Mauer zwei kurz hintereinander Löcher hat. Ja, das bin ich. Ah ne, ich liege nicht, ich hocke in der Tanne. Okay. Nee, das ist in dem Busch drinne. Ja, das ist das bei dem Loch, wo der Stacheldraht liegt, oder bei dem anderen links davon? Vom Tor aus das zweite Loch. Okay, das inne, also das weiter zu dir ist, Morty. Okay. Und da ist dann so ein größerer Busch. Mhm, erkannt, ja, aber ich sehe ihn nicht. Und der muss in dem Busch unten drinne liegen. Eben hat er gestanden und jetzt hat er sich wieder hingelegt. Jetzt ist er weggerannt. Er rennt Richtung weiter runter, Richtung Morty. Außerhalb der Mauer lang. Du musst ja mir jetzt gleich entgegenkommen. Wie weit warst du von ihm entfernt, Morty? Da ist er.
Okay, er rennt Innenseite. Ich glaube, der hat eine SKS oder sowas. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich glaube, er kommt jetzt, glaube ich, auf mich zu. Er ist ja irgendwo in einem Gebüsch drin, glaube ich. Auf welcher Höhe? Da, ich sehe ihn. Ach, hier, hinterm Stein sitzt einer. Bist du da gerade draußen an der Wand lang gelaufen? Ja, ich laufe an der Wand lang, draußen. Geh zurück, er sitzt da, wenn du jetzt hinguckst, hinterm Stein und wartet auf dich. Ja. Ich kann versuchen, ob ich ihm einen Blattschuss geben kann. Ich verschieb mich, ich misch mich jetzt auch ein. Dort. Hast ihn? Ja. Sehr gut. Blattschuss habe ich nie gegeben. Gut, dann gucke ich jetzt mal wieder nach den anderen beiden. Und ihr könnt ja mal versuchen, die zu looten. Hinterm Stein? Ich bin jetzt gerade mit dem Stein, den ich dachte, aber... Nein, okay, wartet, Ruhe. Zwei Leute hinten, nördliche Mauer, rennen jetzt weiter Richtung Osten. Also außerhalb der... Nein, noch ein dritter Spieler. Warte mal, krabbelst du da nicht gerade hinter dem Stein rum? Ja, ja. Na, den großen Stein meine ich. Und der liegt davor, Morty. Oder was? Ja, Richtung mir musst du jetzt. Du musst Morty. Einmal rum. Ja, was denn? Einer versucht dich jetzt zum Laufen. Ist jetzt westlich vom blauen Tor. Und steht da in den Bäumen und guckt gerade in deine Richtung. Der zweite ist nach rechts weg verschwunden. Ich kann ihn jetzt nicht mehr aufklären. Ja, er steht da mitten in den Bäumen drinne. Ja, die wollen mich jetzt wahrscheinlich ausmachen, wo es jetzt herkam. Ich sehe dich, Morty. Du müsstest direkt auf der Innenseite von diesem dicken Stein, da müsste die Leiche liegen. Ja, liegt sie. Du hockst ja da in den Busch drin, ne? Ich sehe sie. Ja. Meinst du, er ist tot? Wenn du SKS-Moon findest. Warte mal, dann, ich geh mal kurz zu dem hin. Ich checke kurz den Puls. Ich weiß es nicht, er hat von mir einen Blattschuss gekriegt. Ja, er ist tot. Er hat. Okay. Er hat eine AKM. Mit 27 Schuss drin. Nimm mit. Gucke, du siehst die erste Mauer, die kaputt ist. Dann guckst du weiter runter, da ist noch eine Mauer kaputt. Und genau dazwischen kannst du durch die Tannen gucken. Auf so ein freies Feld Richtung Wald raus. Oh, warte, hier unten an der Mauer läuft auch noch lang. Gerade gesagt, ja. Hast du ihn? Weiß ich nicht, ich renn hinterher, warte. Ja. Renn nicht über die Pläne, sonst können sie direkt aufklären. Der ist hier unten an der Mauer lang gelaufen. Ja, das hab ich aber schon gemeldet gehabt. Hört mir zu. Und die anderen, einer läuft jetzt wieder da, einer steht auf der... Hab ihn! Hui! Irgendeiner hat auf mich geschossen. Ich nicht. Ich hab den Typen erledigt. Einer ist zurück in den Wald oben gerannt. Oh! Ich war das. Geschossen? Nein, ich war das. Ich bin liegt neben dir. Er verschiebt sich jetzt auch nach hinten. Da, er rennt auch wieder hoch in den Wald. Ja. Soll ich runter zur Leiche gehen? Könnt ihr das einsehen? Derzeit nicht, nein. Nicht, dass er wieder aufsteht. Aber ich verleg mich jetzt so, dass ich den gleich sehen kann. Wo ist er genau gestorben? Ja, weiter hier unten. Ich habe jetzt gerade seine... Okay, ich seh dich. Ich geh von rechts ran. Wir müssen jetzt aufpassen, dass die nicht im Wald sich jetzt nach links verschieben, ne? Ja, da können sie uns aber nicht so leicht angreifen. Von der Flanke. Hier unten liegt er, in der Tanne. Ja, erkannt, er scheint sich nicht zu bewegen. Ne, ist tot. Er ist tot. Er hat eine Mose hin. Und eine MP5 Pristine. Oh, brauchst du für deine Mose noch einen Kompensator? Ja. Gut, nehme ich mit. Scope hat er nicht drauf, ne? Und ein 5-Round-Clip. Nein, Scope Bewegung hat er nicht. Bewegung wieder am Waldesrand. Hast du jetzt noch Aufklärung irgendwo? Nope. Dann leg dich mal so hin, dass wir nach Süden gedeckt sind. Also nicht aufgeklärt werden können. Das ist ja erst uns entdeckt, wenn der quasi schon an uns vorbeirennt. Können wir ihn ja umballern.
ich müsste jetzt auch weiter in den Wald reingehen, ja. Was ich jetzt auch machen werde. Wer sitzt da vorne am Baum? Ich jetzt, ich habe mich gerade verschoben. Okay. Kannst du jetzt auch auf der rechten Seite die Mauer beobachten, ne? Ja, ja. Tot. Ich der bin du? Getroffen worden, ja, ich bin getroffen worden. Okay. Ich hab nicht mal einen Schuss gehört. Ich hab nur ein Fipp. Das war's. Muss sehr weit entfernt gewesen sein, Scharfschütze. Kann. Ich weiß gar nicht woher. Woher soll denn das gegangen sein an sich? Nur eine grobe Richtung, von wo er dich hätte treffen können. Ich habe Richtung. Au! Ich bin auch tot. Und wer ist eben neben mir vorbeigelaufen? Warst du das? Nee. Nein. Okay, der war dann direkt im Busch, im Wald mit drin. Okay, bei uns. Ich war jetzt nämlich weiter hinten und ich wurde jetzt auch erledigt.